Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Irgendwie finde ich, sehe ich heute wieder so ein bisschen der Jahreszeit entsprechender aus. Ich warne euch schon mal vor in meinem Try-On. Also ich habe an zwei verschiedenen Tagen einmal heute Sachen anprobiert und einmal gestern Abend. Deswegen dementsprechend sah ich auch aus. Ich hatte gestern so einen richtigen Hängertag, aber YOLO. Dieses Video wird wieder ein Werbung versus Realität-Video. Lehnt euch zurück, habt viel Spaß. Es ist eine Reihe, die bei mir sehr, sehr, sehr beliebt ist. Deswegen, die Teile sind alle von Junkyard. Vor allem mit meinem Rabattcode könnt ihr da auf jeden Fall auch sparen auf Markenklamotten. Aber die haben auch eine Eigenmarke. Zum Beispiel das hier ist von der Eigenmarke und ich lieb's. Also ich trage was drunter, weil es ein bisschen see-through ist, seht ihr gleich. Ich will blend's direkt mal ein. So sah das im Online-Shop aus und so sah das dann getragen aus. Ihr seht, es gefällt mir mega gut. Der Stoff ist so ultra weich. Ich finde, das war so ein Bild, da habe ich irgendwie mir schon gedacht, dass es weich ist, aber er ist wirklich ultra weich. Ich liebe ihn. Das wird, glaube ich, eins meiner neuesten Drüberschmeiß und trotzdem fühle ich mich irgendwie gut. Pullover. Kann man jetzt so sagen, ich hoffe schon. Machen wir weiter mit dieser Jogginghose hier. Die ist unisex, das heißt, Männer und Frauen können sie tragen. Ich feiere sowas halt unnormal, also wenn Sachen unisex sind, so wie zum Beispiel mein Merch. Ich habe Merch, by the way, ne? You are Blocked Merch und Loops Merch, alles in der Infobox auch unten verlinkt. Ist auch alles unisex, können Männer und Frauen tragen. Sowas ist mir da sehr wichtig gewesen bei so einzelnen Teilen. Und ich feiere das bei so Jogginghosen auch. Also die fällt auch sehr, sehr groß aus. Das Coole, was ich an ihr finde, ist, dass man sie innen schnürt. Das heißt, man sieht draußen nicht die Schnürbänder. sondern die sind innen, dadurch sieht es irgendwie ganz cool aus. Ich kann mir sowas immer sehr geil mit Sneakern und hohen Socken oder auch mit Boots, mit so Doc Martens oder so gut vorstellen. Deswegen auf jeden Fall auch ein Must-Have jetzt zu dieser kuscheligen Jahreszeit. Dann habe ich mir einen Zweiteiler bestellt von Adidas und zwar sieht der so aus. Er ist knallpink. Ich habe den noch Caro geschickt, war so, wann soll ich das machen oder nicht? Aber irgendwie feiere ich es, dass er so knallpink ist. Der Stoff ist jetzt nicht so mega, mega dick, also er ist jetzt nicht ultra warm, was ich aber auch mag. Das ist so ein perfekter Zuhause-Chillen-Hoodie oder auch für unterwegs. Ich würde aber, also das hier ist jetzt das Oberteil. Das Oberteil würde ich aber auf jeden Fall mir einmal umwickeln. So einfach krempeln, seht ihr ja. Oder vielleicht auch unter den BH klemmen oder in die Hose stecken, weil so mega lang mag ich es nicht. Aber zum Beispiel ist das auch ein cooles Oberteil, wenn ihr mit einer Leggings rausgeht, könnt ihr das einfach drüber werfen und das bedeckt sogar noch den Popo. Weil ich glaube, ich habe im Oberteil 38 genommen und in der Hose 36 und ihr seht, also hier ist jetzt auch nochmal die Hose, die ist sehr, sehr oversized geschnitten. Habe ich in Größe 36 genommen und die ist wirklich immer noch sehr oversized. Also ich konnte das sehr, sehr eng schnüren. Vielleicht hätte 34 sogar auch gepasst. Also falls ihr es nicht so ganz, ganz, ganz locker wollt, dann 34, also eine Nummer kleiner nehmen. 36 ist dann wirklich schon sehr oversized. Aber das solltet ihr wissen. Ich finde, in Kombination sieht das richtig, richtig cool aus. Dann habe ich mir solche Socken bestellt. Da steht Fuck It drauf, was ich richtig geil finde. Ich weiß nicht, ist einfach irgendwie eine Mood. Ich habe voll wenige so hohe Socken, wo irgendwas draufsteht. Eigentlich habe ich gar keine, nur so Nike-Socken oder so. Und die sind ultra bequem. Die sind auch ein bisschen teurer, aber die sind wirklich so richtig schön dick. Also es sind gute Wintersocken, perfekt jetzt für diese Jahreszeit. Genauso habe ich sie mir gewünscht. Nicht irgendwie wie so eine mega dünnen Gucci-Socken, sondern wirklich dicke, gute Socken und die Mood ist da. Folgender Pullover ist wirklich dezent teuer gewesen. Ich habe mir irgendwie so sehr gewünscht, dass er nicht so geil ist, wie ich dachte. Also wie ich es gehofft habe irgendwie auch, aber er ist so ultra geil, Leute. Also ich finde diesen Hoodie so geil und ich werde mir in Zukunft bestimmt von dieser Marke noch welche holen. Das Gute ist, bei mir ist immer so 2 in 1, also wenn ich mir, das ist ein Männerpulli, in der Größe L, das heißt Marcel könnte ihn auch tragen, dann denke ich mir immer so, okay, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Er kann ihn tragen, ich kann ihn tragen, aber ich habe ihn schon eher für mich geholt. Ich liebe einfach die Farbkombination. Ich finde, der sieht so nice aus. Kann man auf so viele verschiedene Ebenen tragen. Es ist mega hochwertig hier oben gestickt und ich kannte die Marke vorher gar nicht. Sie ist freaking teuer, aber der Pulli ist einer meiner Highlight-Teile auf jeden Fall. Dann habe ich mir ganz easy peasy einfach Air Force One nachbestellt. Ich habe meine, Leute, also ich weiß nicht, wie mir sowas passieren kann, aber ich habe meine aus Versehen gespendet. Wie kann das passieren? Ich hatte nämlich welche in 38,5 und welche in 39. 38,5 ist mir vor allem im Winter, wenn ich dickere Socken anhabe, viel zu klein. Also das ist viel zu klein, aber eng schon. Deswegen wollte ich 39, habe mir die dann nochmal in 39 geholt, wollte die 38,5er spenden und habe meine 39er gespendet. Deswegen habe ich jetzt die 38,5 auch gespendet und mir jetzt 39 geholt. Also man hätte es besser machen können, aber man lernt aus Fehlern und jetzt gucke ich 2-3 Mal in die Größen, falls ich das jetzt nochmal mache. Ja. Das nächste Teil ist ein kleiner Fail und ich muss sagen, ich bin davon ein bisschen enttäuscht, weil der Preis schon hoch ist. Aber ich weiß gar nicht, ob es so ein richtiger Fail ist. Es ist mir einfach nur zu groß. Also die Rede ist von dieser Nike Jogginghose und ich liebe Jogginghosen und ich habe irgendwie noch nicht so eine perfekte weiße und da kommen wir auch schon zum Problem, also die Hose ist ein bisschen durchsichtig, man muss auf jeden Fall hautfarben oder weiße Unterwäsche tragen, schwarz und so würde glaube ich nicht klar gehen, ich, also
Ich habe auch gedacht, dass das Nike-Häkchen da gestickt ist, aber es ist so ein metallischer Druck. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch ablöst. Und mir ist sie wirklich zu groß. Also ich finde, dadurch sitzt sie oben nicht perfekt, weil die sieht sehr High-West aus auf dem Bild. Aber ich glaube, ich hätte sie eine Nummer kleiner tatsächlich nehmen müssen. Und das verwirrt mich schon. Also es ist gut fürs Ego, aber irgendwie ist es halt auch einfach schade. Ich muss mal schauen, ob ich die zurückschicke oder vielleicht doch behalte, einfach so zum Zuhause chillen. Aber ich wollte die eigentlich so als draußen Jogginghose haben. Bleiben wir mal kurz bei Nike. Ich habe mir zwei T-Shirts bestellt. Einmal dieses hier in schwarz und einmal dieses hier in weiß. Und die habe ich mir extra in Größe L bestellt, damit sie einfach so ein bisschen lockerer sitzen. Mir war schon bewusst, Nike, also ich finde, Nike fällt eigentlich immer kleiner aus. Deswegen bin ich verwirrt von dieser Jogginghose. Aber die sind mega, mega cool. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, für den Preis, es sind zwar nicht mega teure T-Shirts, aber es ist schon ein bisschen teurer. Und das Weiße ist einfach durchsichtig. Und ich frage mich, warum so viele weiße Sachen durchsichtig ist. Was geht denn da mit den Leuten vor? Soll das so sein? Ich glaube nicht. Auch wieder leider ein bisschen durchsichtig, aber einfach mit so einem... Ich habe ja gerade hier auch so ein Bralette an von Urban Outfitters. Sind die übrigens... Die kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Ich liebe die so sehr. Ich habe die in jeder Farbe, in grün, schwarz, alles. Das sind die bequemsten Bralettes aller Zeiten. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr sowas drunter zieht, dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Aber trotzdem, I don't know, ist nicht ganz so optimal. Dann habe ich mir einmal einen weißen Oversized Blazer bestellt, weil ich damit was vorhabe. Also ich habe schon einen weißen Oversized Blazer und ich wollte gucken, welcher von denen besser zu dieser Mood passt, weil ich möchte gerne für ein Halloween-Bild einen weißen Blazer besprayen. Ich habe voll Angst, dass ich es verkacke, deswegen ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber wir werden sehen. Und ich habe einfach so eine Vision, deswegen habe ich mir den geholt. Ich finde, der ist sehr, sehr oversized. Also ich kann mir vorstellen, dass ich den sogar dafür benutze, weil der hat eine sehr gute Struktur dafür. Der ist irgendwie, also ich glaube, er wird's. Aber wir gucken mal. Seid gespannt, was ich damit vorhabe. Folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram, weil dann werdet ihr das Endresultat, ich hoffe, diesen Monat noch sehen. Mama, falls du das siehst, ich habe einen Teil für dich. Also unabsichtlich mitbestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass du es ultra feiern wirst. Ich war ein bisschen traurig, als ich diese Jacke hier ausgepackt habe. Die war sauteuer. Aber ich kenne die Marke Svea und Anna hat davon auch eine Jacke. Und die hält so ultra warm und ist so geil. Aber ich habe das schon in Größe Small. Es ist eine Reflective-Jacke und ich gehe ja immer im Dunkeln irgendwie voll viel Gassi. Und alle schreiben mir immer so, hä, hast du da keine Angst und so. Dachte ich mir so, mit so einer Reflective-Jacke bin ich auch noch von den Autos und so voll auf der sicheren Seite. Ich feiere sowas einfach ultra. Die sieht auf dem Bild, finde ich, nicht so groß aus, wie sie in freaking echt aussah. Leute, ich habe das Paket ausgepackt und ich war nur so... Also ich stehe auf übergroße Sachen, aber ich finde das mir viel zu krass. Und ich habe auch schon beim Auspacken der Jacke schon so gedacht, wow. Das Ding ist, meine Mom ist ein bisschen größer als ich. Und ich glaube, ihr würde das richtig gut gefallen, generell, weil sie auch so oft Reflective-Zeug steht. Ich bringe sie einfach mal mit. Ich glaube, dann ist sie wenigstens eine gute Verwertung, weil das ist sonst eine mega gute Qualität. Und meine Mutter soll ja auch nett frieren im Winter, gell? Bei diesem Kleid weiß ich jetzt nicht ganz genau, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist auch, glaube ich, nicht so gut für diese Jahreszeit. Trotzdem finde ich es wunderschön. Es ist auch sehr, sehr teuer. Aber ich will generell, also teuer heißt nicht immer gleich gut, das will ich euch auch nochmal sagen. Aber ich habe mit Guess-Klamotten relativ gute Erfahrungen bis jetzt gemacht. Also die Sachen sitzen immer schön. Und vor allem bei so Kleidern ist es, finde ich, immer wichtig, dass sie gute Qualität haben. Aber wie gesagt, Qualität heißt nicht immer teuer. Ne? Nicht im Auf jeden Fall ist das Kleid angekommen. Es ist leider ein bisschen lang. Also ich bin halt kleiner als das Model. Ich bin 1,63. Und ich fände es schöner, wenn das nicht ganz bis auf den Boden gehen würde. Aber ich kann mir das cool vorstellen mit so Boots oder Stiefeln und einer Lederjacke und so. Klar, auch wenn ich gestylt wäre, dann würde ich nicht aussehen wie Oma Maruschka, die gerade, keine Ahnung was gemacht hat, Brötchen gebacken und Apfelkuchen an die Kinder verteilt. Ich finde, so sehe ich jetzt gerade aus. Aber ich kann mir das vorstellen, dass man das echt cool stylen kann. Deswegen bin ich auch sehr, sehr happy damit. Jetzt zum Beispiel auch mit diesem Lippenstift. Eins meiner absoluten Highlight-Produkte, ich hoffe, das kommt jetzt getragen auch so rüber. Wie gesagt, gestern war ich nicht optimal dafür angezogen, aber YOLO. Ist diese Jacke hier. Die finde ich mega, mega schön. Die fühlt sich wirklich ziemlich warm an. Also ich glaube, die hält auch sehr, sehr warm. Ist jetzt bestimmt keine für einen Tiefschnee, aber ich glaube schon, dass sie schon warm hält. Also hat halt keinen Reißverschluss, kann man mit Knöpfen aber zumachen, ist super, super oversized geschnitten. Mag ich aber sehr, sehr gerne und ich glaube auch zu so einem All-Black-Outfit oder so könnte das sehr, sehr viel hermachen. Also gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ein Teil, was mich ein bisschen enttäuscht hat, beziehungsweise ich weiß einfach nicht, vielleicht ist das einfach nicht mein Style oder so, ist das hier. Ich habe mir das so nice vorgestellt. So, weißt du, so zusammenbinden, so ein Trenchcoat halt einfach. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht so die Trenchcoat-Lady. Also ich glaube, das ist einfach nicht so mein Vibe. Keine Ahnung. Ich habe das mir in der Größe XSS geholt, also in der kleineren Größe, was auch definitiv gut war. Ich glaube, ML wäre viel zu groß gewesen.
Ich glaube, für so herbstliche Fotos ist das ganz cool. Ich weiß noch nicht, ob ich es trage, weil ich finde, offen sieht die Jacke irgendwie ein bisschen komisch aus, weil dieser eine Kragen immer so rumklappt. Wisst ihr, wenn der so richtig, das habe ich eh voll oft, dieses Problem mit solchen Jacken, dass der Kragen immer nicht da bleibt, wo er soll. Dann klappt das da immer hin und her und dann sieht es irgendwie nicht mehr so nice aus. Also das ist wirklich eine Sache, würde ich ein Kleidungsstück rausbringen und der so einen Kragen hat, ich würde das da irgendwie fixieren machen, wenigstens mit einem Druckknopf oder so. Vor allem für den Preis sollte man das definitiv schon machen. Also ich finde, es sieht ganz cool aus. Mein Look war jetzt da nicht perfekt für, das weiß ich. Aber man kann sich ja trotzdem vorstellen, es geht mir ja darum, euch immer zu zeigen, wie groß die Sachen sind, wie die so ungefähr sitzen. Also Vorstellungsvermögen braucht ihr selbst. Ich bin einfach zu faul, da richtige Outfits zusammenzustellen. Es tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte meiner Mom sehr gut gefallen. Und ich bringe es auch meiner Mom mit. Also peace. Dann habe ich mir noch mega schöne Ringe geholt. Das sind insgesamt 3 Stück. Die sind auch so, dass sie nicht die Finger komisch verfärben und so, wie nennt man das, vergoldet aus Sterling-Silber oder so, glaube ich. Könnt ihr mal schauen, verlinke ich euch auch alle unten in der Infobox. Also es gibt, sind 3 Ringe und ich finde die ultra schön. Vor allem, was ich cool finde, ist, dass die bei mir alle so auf anderen Fingern gut aussehen. Also der eine ist besser für den Zeigefinger, der eine besser für den Mittelfinger. I like that very much. Ich bin sehr froh, dass ich mir die geholt habe, weil ich bin immer auf der Suche nach guten, high-quality Ringen. Und dann haben wir auch noch eine Hose, und zwar diese hier. Die ist kariert, eine Leggings, eigentlich so eine richtig coole Basic Leggings. Ich habe so gehofft, dass sie dick ist vom Stoff, damit sie ein bisschen wärmer ist, auch im Winter. Und Leute, Halleluja, sie ist es. Sie ist warm, also sie ist auf jeden Fall dicker. Es ist nicht so eine mega dünne See-Through Leggings. Sie sitzt richtig gut, also man fühlt sich da drin so richtig gut geshaped. Sie ist High-Waist genug und das, was ich sehr, sehr wichtig finde, weswegen ich auch diese komischen Posen mache, ist, wenn man sich bückt, geht sie hinten nicht so runter, weil ich habe super viele Hosen, die irgendwie hinten dann, dass man da fast alles sieht, aber die sitzt perfekt, die bleibt auch, wo sie ist und ich bin super happy mit dieser Hose, weil ich glaube, die kann man echt cool jetzt im Winter und Herbst kombinieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr aus dieser Reihe sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, vergesst jetzt nicht meinen Rabattcode und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!